Hallo zusammen, ein neues Video. Ja, wo stehe ich? Der Städter würde jetzt sagen, oh, hier ist aber schlechte Luft. Ich behaupte, hier ist gute Luft. Ich stehe hier an einem der wichtigsten Gebäude unseres Betriebs. Hinter mir hier steht das Güllefass. Das hier ist unser Gülle-Lager. So, jetzt kann man natürlich sagen, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich euch drehen kann. Da müssen wir mal reinschauen, ist ja nicht mehr allzu viel drin. Die Frühjahrsdüngung ist soweit abgeschlossen. Das, was jetzt noch drin ist, ist für den Mais. Und ja, jetzt ist es ja so, der Herr Özdemir möchte also mehr Wirtschaftsdüngereinsatz und weniger mineralischen Düngereinsatz. Zeitgleich möchte aber auch eine Reduzierung der Tierzahl, weil unsere Tiere ja 60% vom Getreide fressen. Ja, das ist schon ein Problem. Weil die 60% Getreide, die unsere Tiere hier fressen, sind ja Verarbeitungsreste der Getreideindustrie, sei es Rapsschrot oder Rapspresskuchen oder ja, Maisschlempe, Maiskleberfutter, was wir also haben. Jetzt ist es dabei so, die 60%, die wir ja verfüttern, das sind im Grunde die 60%, die der Lebensmittelindustrie zu schlecht sind. Ich will das reduzieren, indem ich Wirtschaftsdünger einsetze. Sprich, wenn ich sage, die sind der Lebensmittelindustrie zu schlecht, die Werte passen nicht. Wenn wir einen Weizen abliefern, der die Werte nicht einhält, ist es ein Futterweizen. Der kann für die Lebensmittelindustrie nicht mehr verwendet werden, weil er einfach die Backqualität nicht aufweist. So, wie kommt man jetzt dazu, dass man einen schlechteren Weizen hat? Ja, wir möchten weniger Tierhaltung, wir möchten weniger mineralische Düngung. Somit haben wir auch weniger Wirtschaftsdünger. Das ist nämlich das, was hier lagert, ein Stoffwechselendprodukt. Sprich, das Getreide, was ich vorne in die Kuh reinstecke, das fällt hinten wieder raus. Nämlich genau als dieses Material. Für uns ein wichtiger Dünger, gerade auf den Grünlandparzellen, sowie auch auf den Ackerflächen setzen wir es ein. Und ja, wenn wir von allem aber weniger machen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir auch unterm Strich weniger Getreide für die Lebensmittelindustrie haben. Herr Özdemir sagt, wir haben 60% vom Getreide in Deutschland, gehen in die Tierfütterung und sagt auch, in der EU sind es nur 57%. Wow, wie kommen wir dazu? Nur Deutschland hat solch strenge Düngegesetze, die das ermöglichen, die dafür sorgen, dass wir eben hier 60% Futter produzieren. Wenn wir unseren Weizen besser ernähren können, haben wir auch automatisch mehr Getreide, welches verbacken werden kann. Soweit nur mal als kurzer Abklatsch. Ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ufert nämlich dann aus und dann stehen wir morgen früh noch hier. Ein letzter abschließender Satz dazu noch. Herr Özdemir sagt auch, wer in Biologie aufgepasst hat, hat mal etwas von der Kreislaufwirtschaft gehört. Nein. Ja, wir arbeiten in Generationen sogar im Kreislauf mit der Natur, mit der Umwelt. Nicht wie Sie, Herr Özdemir, in Wahlperioden. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal über die Füße laufen oder dass Sie hier mal hinkommen, sich das mal anschauen, wo wir hier eigentlich arbeiten, mit welchen Schwierigkeiten wir es hier im Betrieb zu tun haben, beziehungsweise in unserer Region durch die vielen Steillagen, die wir befahren, wo viele Kollegen sagen, ihr seid geisteskrank, wo ihr rumfahrt, aber auch diese Flächen müssen bewirtschaftet werden, denn wenn hier irgendwann nur noch Wald- und Schwarzdorn wachsen und zwischendrin der Schwarzdorn und der Ginster noch ein bisschen blüht, dann wird hier keiner mehr hinkommen. Oder man müsste den Wanderern unten an der Touristinformation in Waldbreitbach, also bei uns hier im Ort, eine Astschere mitgeben, dass sie sich die Wege selber freischneiden können.